Die Frauen sitzen auch im neuen Jahr 2023 am virtuellen Brunnen und reden über Themen, die interessant sein könnten. Heute haben wir gedacht, naja, der eine oder andere hat ein bisschen weniger Geld in der Brieftasche bzw. im Portemonnaie und naja, wir haben Inflation und lauter so ein Kram. Und da haben wir gedacht, wir reden mal über die Bedeutung von Geld und wie es ist, wenn man keins hat, wie es ist, wenn man es hat oder vielleicht auch, wie man welches kriegen kann oder wie man gemeinhin welches verliert, was auch immer kommt. Unsere normalen kreativen Gespräche, co-kreativen Gespräche in der Exploration dieses Themas. Aber wie immer machen wir ein kurzes Check-in und dann gehen wir ins Thema. Und ich gebe es diesmal an Annalisa, weil sie hat mich inspiriert zu dem Thema. Ja, im Moment bin ich gerade, ich sitze schon auf gepackten Koffern, weil ich morgen nach Ungarn aufbreche für 2 Wochen, weil ich mir dort ein Haus suchen werde. Und da steigt natürlich auch schon die Vorfreude und die Aufregung gleichermaßen. Ich habe da jetzt gestern das erste Mal versucht, auf Ungarisch zu telefonieren, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe dann immerhin geschafft zu sagen, ich verstehe kein Ungarisch, auf Ungarisch zu sagen. Dann haben wir auf Englisch umgeschaltet, dann ging es leichter. Genau, ich gebe mal weiter an. Marie-Rose. Hallo. Bei uns hat es zum ersten Mal richtig gut geschneit. Also wir haben jetzt Schnee. Und ich habe gerade auch einen kleinen Hund da auf Besuch bei mir ein paar Tage. Der hat mich heute Nacht schon um 4 Uhr geweckt, weil er gestern Abend kein Halsband anziehen wollte. Gestern ist er gekommen und ja. Und jetzt ist er aber gut angekommen, jetzt geht es. Was ist noch bei mir? Ah, ich habe im Keller angefangen, mal so einen Schrank so richtig gut durchzumisten. Und bin froh, dass ich das angefangen habe. Also ich bin alles in allem bin ich richtig gut gelaunt. Und bin gespannt jetzt dann. Das Thema Geld ist ja auch ein sehr spezielles Thema. Dann gebe ich weiter an dich, Erika. Ja, was ist jetzt bei mir gerade? Ich habe gerade jetzt so die letzte Woche so gesundheitliche Themen gehabt. Ich hatte so einen kleinen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule mit taubem Arm und diesen ganzen Sachen. Und das hat mich ein bisschen desillusioniert, weil das war sehr schmerzvoll und ich hatte am Wochenende keine Schmerzmittel. Und ich habe gedacht, ich bin jemand, der ganz heroisch mit Schmerzen umgeht und habe eigentlich nur das ganze Wochenende gejammert und alle genervt. Und dann habe ich mir jetzt irgendwie auch gedacht, also soll ich mir das jetzt nicht gedacht? Also ich habe irgendwie dann ein ganz anderes Selbstbild gehabt. Genau, aber jetzt geht es wieder. Ich war jetzt beim Massieren und. Und das Thema Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, das überrascht mich jetzt, aber da freue ich mich jetzt drauf. Genau. Dann, Monja, gebe ich an dich weiter. Ja, also bei uns in Wien ist es auch kalt geworden und wir warten schon, dass es schneit. Und die Eichkatzeln sammeln die Nüsse auf unserem Vogelhäuschen, also wie die Rasenmäher, ganz herzig. Und wir haben also für die Eichelhähe haben wir spezielle Nüsse und für die Meisen und für die Eichkatzeln. Also wir sind ständig beschäftigt mit dem Nachschub. Ja, ich bin plötzlich wieder auf einem eher intellektuellen Trip. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Und zwar hat mich da die Metamoderne, ist mich plötzlich, also als, was wir bisher so erarbeitet haben, als eher zweifelhaft angesprungen. Und jetzt habe ich das Thema wieder hochgezogen und auch Reaktionen gekriegt. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Weil, ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist, aber da sind zwei Schweden, die haben eine künstliche Persönlichkeit erfunden, die heißt Hansi Freinacht. Und haben aber
der ein Fake ist. Und sie haben also auch Fotos ins Web gestellt, wo die, also mit einem Bart, und der ist ein Schweizer und der meditiert jeden Tag 10 Stunden und lauter so bla bla. Und ich habe mich jetzt also gefragt, ob das wirklich Metamoderne sein soll, die als die Postmoderne transzendiert, dass man sich über alles eigentlich lustig macht und alle verarscht. Vor allem die Leser, die man sich im Dunkeln lassen. Das Integrale Forum, unser Bezugsquelle, hat auch den Hansi Freinacht, der hat die Cordula frei übersetzt, kommentarlos als Hansi Freinacht präsentiert. Und das finde ich also zweifelhaft. Also ich meine, der Wilber hat zwar auch die Postmoderne eine Parodie einmal geschrieben, dieses Bumeritis, ich weiß nicht, ob ihr das hier gelesen habt, so ein Roman, A Novel That Will Set You Free. Und da hat er sich auch drüber lustig gemacht, also über sich selbst. Er hat auch ein Autorenfoto von wie er 20 Jahre war hinten reingestellt. Er hat sich über das Evangelikale des Integralen Instituts ein bisschen lustig gemacht, wie die da also alles, und dass die Männer durch Sex Erleuchtung wollen, weil sie eh alle 5 Minuten an nichts anderes denken und so weiter und so weiter. Also, aber er hat vorher im Web darauf hingewiesen, dass das eine Parodie ist und dass man das also mit Distanz nicht so wörtlich nehmen soll. Und diese beiden Schweden, also der Hansi Freinacht, sagen ihm auch, sobald das Web unser tägliches Leben derartig beeinflusst, dann beginnt die Postmoderne. Und jetzt finde ich also, dass wirklich das Gespräch unter realen Leuten wichtig ist oder wichtiger ist. Und da habe ich dann mal ein Hölzel geworfen und gedacht, schauen wir mal. Und die Leute sind auch darauf angesprungen, vor allem die Männer natürlich. Ne? Okay, also es ist ungewöhnlich für mich, dass ich auf die Weise plötzlich wieder aktiv werde. Aber stört mich nicht. Habe ich lange nicht getan, dass ich jetzt auch was schreibe. Ja, soweit also bin ich jetzt unterwegs. Und was Geld anbelangt, also die Inflation merken wir sehr stark. Und weil du gerade Friseur gesagt hast, also die Friseurpreise bei uns, jedes Mal, wenn ich gehe, sind sehr viel, so viel höher, dass ich jetzt der Schmerz, da bin ich also schon beim Thema, eine Schmerzgrenze erreicht habe. Also irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze bei der Inflation, auch bei mir. Und schauen wir mal, was das Thema gibt. Bin schon gespannt. Danke. Heidi, und dich weiter. Ja, danke. Ja, meine Friseurin ist Gott sei Dank recht billig und kostet immer noch genauso viel wie vor 2 Jahren. Ja. Und ja, wie bin ich heute hier? Also es ist kalt im Moment auch. Heute früh waren es nur 2 Grad und oben auf den Bergen, die man da sieht, ist der Schnee. Und im Allgemeinen schneit es ja hier nicht. Ich meine, wer es jetzt zum ersten Mal hört, ich bin in Umbrien, in Italien. Auf den Bergen schneit es natürlich, aber wir sind auf 120 Meter Höhe und insofern alle 10 Jahre schneit es mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es das hinkriegt dieses Mal. Hoffentlich friert es nicht so sehr, denn dann ist mein Gemüsegarten, guckt da ein bisschen dumm um meinen Salat, wenn es gar zu sehr gefriert. 0 Grad hält er aus, aber wenn es mehr wird dann oder weniger wird, ist nicht so toll. Ja, Geld, also das ist ja bei mir ein ständiges Thema irgendwie. Und insofern bin ich mal gespannt, was wir da so erarbeiten. Und ich sehe, Victoria ist da. Bist du bereit zum Check-in? Ja, danke. Mhm. Ich habe alles zugehört. Ich muss das was erledigen mit meiner Wäsche. Heute ist der erste sonnige Tag seit vielen Wochen. Es hat wahnsinnig viel in Kalifornien geregnet. So stark im Norden, dass viele Häuser und Straßen total zerstört waren. Also unglaubliche Stürme. Hier im Süden war es nicht so arg, obwohl am Meer, ich bin so ungefähr eine Viertelstunde vom Meer entfernt, mit dem Auto, nicht zu Fuß. Und gleich nach einem von den Stürmen habe ich einen Spaziergang gemacht und es war unglaublich, wie die riesige Receptacles, also für Kohlen, also wenn man ein Barbecue
am Strand machen will, muss man dann nachher die noch heiße Kohlen in diesen Betongefäß. Auf jeden Fall, es ist eine riesige Sache und Wahnsinn, also wiegt sehr viel. Und das war wie ein kleines Ding so auf dem Strand, also von den Wellen vom Meer gestoßen oder geworfen. Naja, ich bin zu ambitiös mit meiner Geschichte. Sonst habe ich gerade mein Stravinsky-Konzert hinter mir, das war am Sonntag. Und das war für mich, das war das schwierigste Programm, das ich je in meiner Karriere gespielt habe. Also es war wahnsinnig viel Arbeit und war sehr aufregend, weil ich nie wusste, ob ich durchkommen würde oder nicht. Gott sei Dank gab es ein sehr gutes Publikum, sehr mit sehr viel Enthusiasmus und das hat mir sehr geholfen. Es war ein sehr positives Publikum und ich bin nur dadurch durchgekommen, weil es sonst hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt im Laufe des Programms. Es war wirklich eine riesige Sache. Ich bin sehr froh, dass ich das endlich geschafft habe. Und und jetzt bin ich eher domestiziert, also mit meiner, ich mache Haushaltarbeit, Wäsche, alle Sachen, die nachverlässigt waren, sagt man das? Irgendetwas, naja. Vernachlässigt. Oh, vernachlässigt, danke. Okay, und genug von mir, ich bin froh, hier bei euch zu sein und freue mich auf dieses Gespräch. Danke. Danke. Und jetzt kommt auch die Anna. Jetzt warten wir noch schnell, damit sie auch noch schnell den Check-in machen kann. Vom Tanze zurück. Schön, dass du da bist. Wir haben alle schon ingecheckt. Oh, sorry, bei uns schneit es und dann musste ich langsamer fahren. Ja, klar. Ja. Du bist noch zum Check-in dran und das Thema heute ist Geld. Oh, vor dem habe ich Angst, vor dem Thema. Aber ich weiß, dass die Anna-Lisa dass sich damit beschäftigt hat und Check-in. Ich habe heute eine Coaching-Stunde gehabt mit der 30-Jährigen, die seit 10 Jahren schon spirituell unterwegs ist. Also echte Herausforderungen und gleichzeitig unglaublich, die junge Generation also zu erleben. Ist unglaublich. Staune ich einfach nur. Mehr mag ich gar nicht. Tanzen war einfach himmlisch. Verstehst du, es ist völlig wurscht, ob ich 70 bin. Also ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann, aber es ist einfach toll. Ja, danke fürs Hören. Schön, ich stelle mir vor, jetzt müssen wir alle noch ein kleines Tänzchen machen. Ne? Vielleicht für ältere Leute ein etwas unanstrengenden. Ja, wenn wir uns doch mal irgendwann treffen sollten, alle zusammen, dann machen wir das. Ja, Geld. Was fällt euch dazu ein? Ein bisschen was ist ja gekommen. Inflation, das man spürt. Und das ist ja die Folge von Geld und Preise. Ne? Das ist ja nicht unbedingt das Thema Geld, sondern eher, dass die Sachen mehr kosten. Was ist die Qualität von Geld? Und brauchen wir das überhaupt? Und warum brauchen wir das? Gibt es Alternativen? Einfach so, lasst uns doch mal brainstormen. Dann sage ich was. Weil zurzeit ist das Hexagramm 60 dran. Und das sind sozusagen die festen Strukturen. Strukturen, die dazu da sind, dass auf der einen Seite was erhalten bleibt. Auf der anderen Seite muss sich was sozusagen deteriorate, also es muss kaputt gehen, damit was Neues entstehen kann. Und irgendwie, es gibt so eine Prognose, irgendwann einmal ist die Gerechtigkeit verwirklicht, wenn es kein Geld mehr gibt.
Also so steht es als Siddhi im Hexagramm 60 bei den Genschlüsseln. Die Annalisa grinst, lächelt. Ja, das hat so viele verschiedene Facetten, das Geld. Das ist echt spannend. Also eine Geschichte, die auch im Dokumentarfilm Das Wunder von Wörgl vorkommt, hat mich beeindruckt und auch einige andere wohl. Die Geschichte geht so, es kommt ein Gast ins Hotel, legt ein Hunderter auf den Tresen und bucht sich ein Zimmer, geht nach oben. Der Portier oder Hotelbesitzer nimmt das Geld, läuft schnell zum Metzger und bezahlt seine Schulden dort. Der Metzger nimmt den Hunderter, bezahlt die, weiß ich nicht, wie sie heißt, die Vreni für ihre Dienste sozusagen. Und also jedenfalls, das Geld macht ganz schnell die Runde und am Schluss landet es wieder auf dem Tresen vom Hotel. In dem Moment kommt der Gast die Treppe runter, nimmt sein Geld und sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, geh wieder. Also eigentlich war gar kein Geld da und trotzdem haben jetzt alle weniger Schulden. Das klingt gut. Wie können wir das machen in unserem täglichen Leben? Ja, schön. Der Film ist, glaube ich, heute Abend auch im deutschen Fernsehen irgendwo zu sehen, aber wir sind ja jetzt gerade hier. Ne? Es gibt einen Spielfilm und es gibt einen Dokumentarfilm. Also der Teil ist zumindest im Dokumentarfilm, ob er im Spielfilm auch verarbeitet, das weiß ich jetzt nicht sicher. Es gibt auch als Trickfilm, als Animation immer wieder, um zu erklären, was Geld eigentlich nicht ist. Ja, es ist, wird oft als Ware oder wie eine Ware betrachtet, aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich ist es wie eine Schnittstelle zwischen Geist und Materie, könnte man auch sagen. Es ist das, was wir drauf projizieren. Wenn wir das Vertrauen verlieren, dann ist es auch nichts mehr wert. Genau. Es besteht ja auf einer Konvention, nicht? Dass man sagt, ein Hunderter kannst du es und so viel kaufen und im Moment verändert sich das ja gerade. Und das ist ja letztendlich auch eine Konvention, dass jetzt, was weiß ich, das Brot statt 2 Euro 3 kostet oder irgendwas. Die wird ja dann halt sozusagen, du kannst es nicht mitbestimmen, aber es trotzdem, okay, du kriegst dann das Brot für 3 Euro statt vorher für 2. Und es hat eigentlich mit dem Geld an sich nichts zu tun, ne? Ist ja ein Tauschmittel, damit man nicht ständig, wenn man was haben will, genau das eintauschen muss, was der andere hat, von dem man was haben was der andere möchte, von dem man was haben will, so rum. Denn sonst wäre es schwierig, ne? Jetzt Tauschgeschäft. Wobei das schon ein Märchen ist, dass das Geld entstanden ist, um den direkten Tausch zu vermeiden. Echt? Erzähl mal. Also, ganz ursprünglich hat man vermutlich sowas wie eine Anschreibewirtschaft gehabt. Also im alten China ist es wohl belegt, also wir kennen diese berühmten runden Münzen mit den viereckigen Löchern. Das war aber überhaupt kein beliebtes Geld. Das haben eigentlich nur Handlungsreisende benutzt und Steuereintreiber. Wenn man nämlich persönliche Beziehungen hatte in dem Bereich, wo man gewohnt hat, und das haben die meisten Menschen, waren einfach sesshaft und waren praktisch im Clan oder auch, also kannten sich untereinander und man hatte sowas wie Tauschhefte. Und letztlich hat der ganze Clan auch dafür gehaftet, für die Einnahmen und Ausgaben von jedem Clanmitglied. Das heißt, man hat einfach eingetragen, was man gegeben, was man bekommen hat. Und wenn jemand gestorben ist und hatte noch Schulden bei einem anderen Clan, dann wurden, wenn die anderen regelmäßig zu den Gedenkfeierlichkeiten des Toten kamen, jedes Mal ein Stück der Schulden erlassen. Nur wenn die Beziehungen gebrochen sind, wenn der andere Clan nichts mehr zu tun haben wollte oder eben nicht gekommen ist, dann hat man die Schulden nicht erlassen und dann musste der Clan die begleichen. Und die Herrscher haben lange versucht, mit einer Fremdwährung irgendwie Kontrolle auszuüben und es ist ihnen lange Zeit nicht gelungen, und sie haben auch gar nicht verstanden, was die Chinesen eigentlich machen, weil sie haben einfach kein Geld benutzt. Sie hatten nur ihre Hefte. Man vermutet, dass das ursprünglich eigentlich überall so war. Also es gibt ja auch das sogenannte Kerbholz, wo man in ein Holz Kerben geschnitzt hat, um zu notieren praktisch, wer wem was schuldet zum Beispiel.
Ja, danke. Das sind ja tolle, wusste ich nicht. Das mal auf, aber im Grunde machen wir das ja auch so. Ich schreibe auf, naja, du hast mir, was weiß ich, 100 Euro gegeben und ich schulde dir jetzt noch was. Und dann ohne Umweg von materiellem Geld. Es ist praktisch nur aufschreiben. Aber trotzdem muss es ja eine Konvention gegeben haben, was die einzelnen Leistungen oder einzelnen Waren wert waren. Wie ist das gelöst worden? Ich glaube, dass gerade das früher, das, was wir jetzt haben, und das finde ich auch echt schwierig, dass wirklich alles, aber auch alles auf den Cent genau irgendwie chiffriert wird und mit Geld, das ist so viel Geld wert, das ist so viel Geld wert. Und ich weiß nicht so viel von der Geschichte, aber in meinem Wissen ist das früher etwas lockerer gehandhabt worden. Auch gerade unter Handwerkern oder ja, im Mittelalter, in den Städten. Oder man hat eben auch, mal hat man mit Geld bezahlt, mal hat man mit einer Tätigkeit bezahlt. Und jetzt ist alles auf den Cent genau. Und es gibt dann Bereiche, wo das wirklich nicht mehr schön ist, wie in der Fürsorge zum Beispiel, ne, oder in der Pflege oder so, ne, dass man dann Minuten sagt, so viel kostet eine Minute und so viel darf man auch nur dann an Leistung geben, weil das so viel kostet. Ja, das ist das, womit ich das größte Problem habe heute. Und ein großes Problem, sagen wir mal so. Was Geld habe ich wird. Heute früh eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Da war ich bei einem Arzt, der aber auch ein bekannter, guter Bekannter ist von mir. Und ich wollte einfach so ein paar Testergebnisse, die ich gemacht habe, ihm zeigen, was er davon hält und so. Und es ist nicht innerhalb des Gesundheitssystems, sondern privat. Ich sage, was gebe ich denn dir dafür? Nix, sagt er. Und auch manchmal mein Mechaniker, wenn er mir, was weiß ich, eine Birne einsetzt oder irgendwas macht, was gebe ich denn dir dafür? So was Kleineres, ne? Nee, das ist doch okay. Also es funktioniert hier noch, dass die Menschen nicht für alles unbedingt bezahlt werden wollen. Manchmal, mein Installateur habe ich jetzt manchmal geschimpft früher, weil er so wenig verlangt hat, gesagt, es geht doch nicht, dass du so wenig verlangst oder dass du das alles kostenlos machst, du musst doch auch leben, nicht? Also das ist, ich kenne es auch, dass ich eigentlich ganz gern viele Sachen kostenlos mache, nicht? Und andererseits sagst du dir, ja, eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn du Geld verdienen würdest. So, das ist, für mich ist es auch ein Konflikt so ein bisschen. Ich arbeite am liebsten, ohne dass ich so bezahlt werden muss und ich um Geld streiten muss oder so. Das finde ich ganz was Ekliges. Ja. Naja, vielleicht nochmal ergänzend. Also Geld hat klassisch, sagt man, drei verschiedene Funktionen, die das Geld erfüllen soll. Und meiner Meinung nach beißen sich diese Funktionen. Das kann nicht gut gehen. Also man sagt zum einen, das Geld ist ein Tauschmittel, das man eben bezahlt. Und wenn es ein Tauschmittel ist, müsste es fließen. Es ist aber gleichzeitig auch ein Geldaufbewahrungsmittel, ein Wertaufbewahrungsmittel. Wenn man es hortet, fließt es nicht. Also kann es nicht für einen Tausch gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und dann ist es auch noch ein Messinstrument sozusagen zum Wertmessen. Und als Wertmessinstrument ist es eigentlich auch denkbar ungeeignet, weil dann dürfte es keine Inflation geben. Also ein Meterstab ist auch nicht heute mal länger oder kürzer als gestern. Das ist untauglich. Also aber das wird klassisch immer wieder eben so behauptet, dass das Geld diese drei Funktionen erfüllt. Und ja gut, und wir denken natürlich auch in Geld und weil es so schön Zahlen sind, versucht man Bildung in Geld zu messen oder versucht den Erfolg einer Unternehmung in Geld zu messen. Ist aber auch ungeeignet, weil unser Bruttosozialprodukt steigt, wenn viele Unfälle sind, weil dann muss man viel Geld ausgeben, um das alles wieder zu reparieren.
Daher kommen Kriege, sind so willkommen, nicht? Dass man wieder aufbauen muss. Verrückt, ne? Was bedeutet für euch Geld persönlich? Für die, die noch nichts gesagt haben, wenn sie was dazu sagen wollen. Also, ich habe jetzt auch gerade nachgedacht, was das für mich eigentlich so bedeutet. Und jetzt rein vom Gefühl her habe ich eigentlich keine negative Einstellung zum Geld. Also für mich war Geld jetzt, also ich hatte ja auch nie viel, aber ich habe jetzt immer einen Beruf ausgeübt, wo ich jetzt, ja klar, als Beamter kriegst du halt dann deinen regelmäßigen Lohn, der jetzt nicht so sehr hoch ist, aber eben regelmäßig. Und das war für mich einfach auch eine Art der Freiheit auch, wo ich gesagt habe, also für mich, dass ich sage, also ich leiste diese Arbeit jetzt auch gerne, weil mich das frei macht, die Dinge, die ich gerne machen möchte und also jetzt in dem kleinen Rahmen, dass ich das machen kann und vor allem, dass ich dann auch, das hat mir auch eine gewisse Unabhängigkeit gegeben. Also von daher ist das für mich jetzt rein von meinem Werdegang oder von der Biografie her irgendwo nichts Negatives. Und ich habe gerade an meinen Vater denken müssen. Wir waren 5 Kinder und wenn bei uns irgendwas kaputt gegangen ist, dann hat er immer gesagt, ach, das macht nichts. Das tut unserer Wirtschaft gut. Also das, so diese Einstellung, das war, also der war auch da tatsächlich so davon überzeugt noch. Also das war so dieses Wirtschaftswunder, Wirtschaftswachstum, also alles, was unserer Wirtschaft, also dieses, dieses Vertrauen auch in also mit dem bin ich so aufgewachsen auch. Also auch das Vertrauen in die Politik, in dieses Größere, in dieses Wirtschaftswunder. Also ich spüre da überhaupt keine negativen Gefühle. Ich kann da ein bisschen anschließen, Erika, an was du sagst. Ich habe ja Zeit meines Lebens keinen festen Job gehabt, sondern immer bin ich irgendwelchen kurzzeitigen Dingern, so Gesangsunterricht oder Coaching, hinterhergerannt. Und seitdem ich, oder Gäste, die hierher gekommen sind oder so, und seitdem ich eine Pension kriege, ist es für mich wie so eine Art Erleichterung, dass jeden Monat was im Konto ist. Das kannte ich mein Leben lang nicht. Und ist schon schön, ne? Wenn Geld da ist, was man dann braucht, weil sonst ist immer dieses, reicht's noch, kannst du noch, wo kriege ich es nächstes Jahr her, wo kriege ich es jetzt her und so, ne? Es ist irgendwie schon nervig. Ja, ich sehe auch, dass also wir hatten kürzlich in der Werkstatt, wo ich eben auch mit dabei bin, im Werkstattkreis, da hatten wir das Thema eben Geld auch, weil da die Frage war, wie viel fragen wir für die Veranstaltung und was können wir da, was sollen wir da erfragen an Energieausgleich in monetärer Form. Ne? Und da ist wirklich auch ganz viel, also Sicherheit ist als erstes gesagt worden, Freiheit, Unabhängigkeit, das sind die Hauptbegriffe, die gesagt worden ist, dass man sich mehr Komfort leisten kann auch. Ne? Und nachher war es so, wie viel Geld brauche ich denn, wie viel Geld möchte ich denn jetzt fragen für so eine Sitzung oder so, also wie die anderen. Und da habe ich mich gewundert, da war es für alle, ja, sie möchten, für sie wird Geld als Wertschätzung angesehen. Und sie möchten auch nur Geld bekommen, wenn sie wirklich etwas gegeben haben. Das hat gut, mich persönlich hat das ein bisschen erstaunt,
weil ich möchte auch irgendwie ist mein Wunschdenken in die Richtung, dass so wie unsere Gesellschaft eben jetzt organisiert ist, dass eben viel mit Geld eben bezahlt wird, die meisten Sachen, was man so braucht fürs tägliche Leben und dass das irgendwie freier wird, dass man ein Recht auf Geld hat. Ich gehe immer mehr in die Richtung hinein, ne? Weil unsere Gesellschaft so organisiert ist und weil man es einfach braucht und eben wie das bedingungslose Grundeinkommen, das sind Gedanken, die mir gut gefallen, wenn es in die Richtung geht, ne? Auch wenn das Ganze noch ausgearbeitet werden muss, damit es wirklich funktioniert, aber mein Wunsch geht in die Richtung, dass wir dahin kommen, dass jeder das Geld bekommt, das er braucht für sein eigenes Leben, um ein würdiges Leben zu haben, zu leben, leben zu können. Und da ist klar, nicht jeder braucht gleich viel Geld. Ne? Also das auch. Da sind die Bedürfnisse, sehe ich auch, dass die total unterschiedlich sind. Ne? Und diese Leute, die so endlos viel, die wirklich, ich weiß nicht, wie viele hunderttausendmal mehr verdienen als jemand anders, das finde ich echt ein Missstand auch in unserer Gesellschaft. Diese paar Leute wie Elon Musk oder so, die dann auf einmal endlos viele Milliarden da haben oder fast endlos viele, dass sowas möglich ist, fühlt sich für mich pathologisch an. Also als Umgang mit der Welt. Ich denke da auch an die Fußballer, ne? Oder die so gehypt sind und in anderen Sportarten oder so, oder normale Menschen, es kann doch gar nicht so ein riesiger Unterschied. Ich denke an Musiker, es gibt sicher super toll. Du warst noch nicht fertig. Excuse me. Ich habe gerade mal Luft geholt. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe jetzt den Faden verloren. Entschuldigung, dass ich dich trotzdem unterbrochen habe. Aber eigentlich wollte ich noch was sagen. Das ging mir jetzt zu schnell, deine Reaktion. Ja, ich bin schnelle Adelheid, sagte mein Vater immer. Ja, nee, mir geht es nur darum, dass es gar nicht solche Leistungsunterschiede geben kann. Ich denke, es gibt schon Leistungsunterschiede zwischen, was weiß ich, 2.000 Euro im Monat und vielleicht 100.000 Euro im Monat, aber nicht zwischen 2.000 und ein paar Millionen oder so. Also es ist für mich einfach nicht mehr gerechtfertigt. Es hat da mal eine Umfrage gegeben und dabei ist herausgekommen, dass die meisten Leute wirklich, ich weiß nicht, welcher Prozentsatz jetzt genau, aber dass die einverstanden sind damit, wenn es 10 bis 20 Mal mehr der Unterschied sein kann. Aber darüber hinweg ist eigentlich niemand mehr. Finden nur noch die gut, die dann wirklich so viel mehr haben. Ja. Die ganzen Spekulationen mit Geld, das finde ich auch nicht mehr gesund. Ja. Also soweit ich informiert bin, das Letzte, was ich vom Christian Felber mitgekriegt habe, der macht das systemisches Konsensieren und das hat er vorgeführt und anhand, ich glaube, das war eine Volksbefragung in der Schweiz, ob die Schweizer halt zustimmen, dass diese Gehälter dieser hochbezahlten, wie sagt man dazu, Manager, dass das begrenzt wird, weil man eben weiß, dass das ansonsten eben ungerecht ist und die soziale Ungleichheit zementiert und zu sozialem Unfrieden führt. Und die Schweizer haben dagegen abgestimmt. Die wollten das nicht. Also die Begrenzung nach oben ist unglaublich. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil das ist so schlüssig, so was ihr gesagt habt mit dem, natürlich soll es Unterschiede geben in einem bestimmten Umfang, aber nicht mit diesem unangemessen hohen, hundertfach und noch oder tausendfachen, dass das nach oben nicht gedeckelt wird, dass da die Schweizer wirklich, diese Volksbefragung ist ausgegangen, dass die das nicht wollten. Unglaublich, finde ich. Ja.
Weil mittlerweile auch so viel Macht da dran hängt, wenn man so viel Geld hat. Und dann die Politiker, die Politik unglaublich viel an Macht verliert, weil das Geld mehr Macht hat. Und das ist ein komisches Kriterium. Das ist ja nochmal ein anderes Fass, was man da aufmacht. Was kann man kaufen mit Geld? Man kann eben auch zum Beispiel Zustimmung kaufen oder sonst irgendwas, nicht? Also auch wissenschaftliche Ergebnisse, wenn man sie braucht, kann man kaufen. Alles Mögliche kann man ja jetzt kaufen, ne? Wenn die Leute käuflich sind. Und es sieht auch so aus, dass in diesem System, wo alles eben mit Geld verknüpft ist, dass dann die Käuflichkeit der Menschen, dass sie ihre Moral mal schnell überwinden und sagen, ja gut, ich habe gerade einen Bericht gelesen von einer Frau, die für die Kinder gekämpft hat in Amerika, dass zum Beispiel da Lockdown war und die Kinder in normalen Schulen nicht in die Schule gehen konnten für über ein Jahr länger als die in privaten Schulen und sie sich dann dafür eingesetzt hat. Und es war dann bei ihrer Firma, also sie war dabei, eigentlich Vizechefin zu werden, aber sie haben sie dann rausgebeten, weil man mit solchen öffentlichen Statements also nicht zurechtkommt, haben sie ihr 1 Million angeboten wie sagt man denn, Abschied. Und sie hat gesagt, nee, sie möchte damit an die Öffentlichkeit, sie will die Geschichte erzählen und will für die Kinder verteidigen, dass die eben in der Corona-Krise am meisten leidtragend waren und so weiter. Aber dass man auf 1 Million verzichtet, um nicht mundtot gemacht zu werden, das ist schon mal ein Ding, ne, finde ich. Also, wer macht das? Also mit der ungleichen Bezahlung, das habe ich mal am eigenen Leib erlebt sozusagen. Ich hatte einen Beruf lange Zeit ausgeübt, wo ich als Freiberuflerin gearbeitet habe und recht gut verdient habe und wollte das aber eigentlich nicht mehr machen. Ich wollte nicht mehr Software entwickeln und habe dann zum Beispiel ein Jahr lang unterrichtet an einer Schule, technische Assistenten für Informatik. Und es gab als Grundlage nur einen 3 Seiten Lehrplan mit Stichpunkten, wo ich mir praktisch selber die Unterrichtsinhalte erarbeiten musste, die Didaktik erarbeiten musste, praktisch den Unterricht halten, Aufgaben entwerfen, korrigieren und so weiter. Also ich war mit 12 Wochenstunden, Unterrichtsstunden, eigentlich die ganze Woche beschäftigt. Also es gab auch kein Wochenende mehr. Und meine Bezahlung war dermaßen schlecht, dass ich fast nicht über die Runden gekommen bin. Und hinterher hatte ich so das Gefühl, also ich habe nach dem Jahr wieder aufgehört und habe dann doch wieder Software entwickelt, weil ich in dem Jahr auch ziemlich Schulden gemacht habe. Also meine Fixkosten waren einfach ziemlich hoch, weil ich ja lange Zeit gut verdient hatte. Dann ist dann entsprechend Krankenversicherung teurer und so weiter. Also es pendelt sich ja dann ein, sozusagen, auf einen höheren laufenden Betrag, sozusagen. Aber das Verrückte für mich war, mit einer Tätigkeit Software entwickeln, wo ich noch nicht mal dafür verantwortlich bin, dass die Software hinterher stimmt, weil dafür muss ein Tester unterschreiben. Und als Lehrerin habe ich viel mehr Verantwortung. Ich habe junge Leute vor mir, 16 bis 18. Da kann man durchaus noch was bewirken, auch durch die Art und Weise, wie man mit denen umgeht oder was man ihnen beibringt. Und in der Softwareentwicklung habe ich 2,5-mal so viel vielleicht verdient wie als Lehrerin. Obwohl ich in der Softwareentwicklung weit weniger Zeit investiert habe. Gut, ich hatte natürlich viel Übung, das macht schon auch was aus, aber ich dachte, das steht in keinem Verhältnis.
Als ich in Europa wohnte, habe ich ein Duo mit einem italienischen Gitarrist gehabt. Also wir haben ungefähr 12 Jahre zusammengespielt und also weltweit, nicht nur in Europa. Und er wohnt in einer so Art Kommune, also das heißt, es wurde in Italien gegründet, Comunione e Liberazione. Es ist eine katholische Laienbewegung. Das ist wie ein monastisches Leben, aber man arbeitet in der Welt. Also das heißt, ist zu kompliziert, also für mich auf Deutsch zu erklären. Aber auf jeden Fall, man kann das nachschauen, also Comunione e Liberazione. Und sie wohnen, diese Communitas, die sind eigentlich jetzt international, aber hauptsächlich in Italien noch. Genau wie wie die ursprüngliche Kommunisten, so, sagt man so. Ich sage immer, ich bin Kommunistin. Also in den frühen christlichen Zeiten, also worüber man liest in den Akten des Aposteln in der Bibel. Das heißt, alle haben ihr Geld verdient, je nach Arbeit, die sie gemacht haben. Und dann haben sie das Gesamtgeld gesammelt und dann wieder aufgeteilt, je nach Bedarf, wie die Marie Rose gesagt hat. Zum Beispiel mein Freund, der Gitarrist, ist ein Soloist, also ist ein sehr begabter Musiker, und er braucht also die beste Gitarre, die es geben kann, zum Beispiel. Und das heißt, also er verdient sein Geld mit seinen Konzerten, dann schickt er das Gesamtgeld nach Milano und alle machen so ähnlich. Und dann, wenn er eine neue Gitarre braucht, dann schreibt er einen Brief und schickt es nach Milan und er erklärt, warum er diese Gitarre braucht und so weiter. Und dann, wenn sie das würdig finden, dann bekommt er das Geld. Oder zum Beispiel, er hat gesagt, sind alle Männer in seine eigene Kommune in Rimini. Und er hat gesagt, ein von denen hat einen Job bekommen, das sehr, sehr gut bezahlt wurde, aber er brauchte dafür ein Auto. Also die öffentliche Verkehr das war unmöglich hinzukommen. Und dann haben sie dann einen Brief nach Mailand geschickt und dann das Geld für das Auto und so weiter. Aber ich finde das eigentlich sehr genial. Und es kann schon, alle Leute sagen, na ja, im ersten Jahrhundert war das ganz einfach, also die frühe christliche Kirche, das war alles unkompliziert, waren so wenig Menschen und so weiter. Aber eigentlich glaube ich, dass das schon möglich ist. Und ich stimme total zu was Marie Rose gesagt hat. Das ist unsere Gesellschaft jetzt ist in einer pathologischen Situation, glaube ich, also wegen Geld, weil Und wie du gesagt hast, Heidi, dass, was kann man mit Geld kaufen? Also es gibt so viele reiche Leute, die Selbstmord begehen, weil sie nicht glücklich sind. Also Geld ist nicht, das ist nicht die Solution, wie sagt man, Erlösung, ich weiß nicht. Also jetzt kann ich nicht mehr reden. Aber ich glaube, es ist interessant nachzuschauen, diese Kommunitäten, die sich nach den ersten Gemeinden also ihr das als Vorbild nehmen. Munja, du bist heute so still. Na, ich höre gern zu. Was mir eingefallen ist, in Österreich ist, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es war früher, also Geld hat man, darüber redet man nicht. Also Geld war ein Tabuthema, sozusagen. Ähm,
Ja, also mich hat auch vorhin angesprochen, dass die Fußballer derart überzogene, und wenn sie verkauft werden, sie müssen, also dann werden sie noch mehr verkauft, damit der Verein Geld kriegt. Und es ist ihnen dann wie eine Ware eigentlich in dem Fall. Und, oder Kunst, also dass der Kunstmarkt so hinaufgejubelt wird, die Bilder und absurd. Also, und die Künstler, die am teuersten jetzt sind, die sind alle arm gestorben. Darunter auch Mozart zum Beispiel und so weiter. Also Geld ist eine seltsame Sache. Aber wie gesagt, ich hätte gern gewusst von euch, ob ihr auch so das Gefühl hast, dass es irgendwann dann eine Schmerzgrenze gibt. Also bei mir war es so, und das ist jetzt schon durch die Inflation und durch die Pandemie da ein Wandel eingetreten. Also ich wäre nicht mehr bereit, um 80, 90, 100 Euro mir eine Gesichtscreme zu kaufen. Ich kaufe beim DM eine, die, weil es wirkt ja eh nicht mehr, also mit 80 ist es völlig wurscht, aber sie schicken mir dennoch ununterbrochen, unsere Drogerie da am Eck, wo ich jetzt immer eine gute Kundin war, hofft immer noch, dass ich also irgendwas kaufe, und da merke ich, na, das ist mir nicht mehr wert. Also jetzt hast du was verraten, Monja, dass dein tolles Tarnt von 100 Euro Creme war. Das ist eine DM-Creme, mehr ist es nicht. Und ich habe heute eine Freundin getroffen, die in jungen Jahren, also die kenne ich seit Kindheit, und in jungen Jahren hat sie versucht, Model zu werden und hat es aber nicht wirklich geschafft. Sie hat sie in so ein paar Billigstkatalogen durfte sie auftreten. Und die ist einige Jahre jünger als ich und ich war also so verblüfft, ich habe sie kaum erkannt. Sie war also gebotoxt. Und Botox im Alter zieht das Gesicht irgendwie in die Breite. Anders kann ich es also nicht sagen. Ich habe sie also zweimal angeschaut, um Gottes Willen. Und dann war sie auch noch friedhofblond dazu. Also die konnte nicht alt werden. Und ich glaube, wenn man alt wird, dann ist Geld sehr relativ. Also ich weiß, unsere Enkel und auch die Tochter, die Lehrerin ist und nicht besonders gut dadurch verdient, die sind schon auf gewisse Weise, also verlassen sich darauf, dass wir einspringen, wenn irgendwas ist. Und das wird natürlich irgendwann dann auch aufhören. Das ist ja ganz klar. Also das ist, kann nicht so weitergehen. Aber auch mein Mann hat immer gesagt, wenn wir also irgendwo so in der Therme gefahren sind auf Urlaub, hat er gesagt, schau, wir kurbeln die Wirtschaft an. Wir zahlen hier extrem viel und die und die und die und die und die leben davon. Also das ist mir jetzt eingefallen, wie du das gesagt hast, von dem, wie das Geld da herumgeht. Aber natürlich, wenn mein Mann nicht sein Leben lang 2 Versicherungen gehabt hätte, weil er 2 Jobs hatte und jeder Job hat gesagt, er muss auch weiter Versicherung zahlen. Das war damals so. Wäre das alles nicht möglich. Aber jetzt habe ich also, mein Kleiderkasten ist voll, ich brauche kein neues Gewand mehr. Und wenn er Creme kühl und angenehm ist, dann bin ich schon zufrieden. Ja. Aber sicher, wir haben also um Weihnachten oder vor Weihnachten kommen jeden Tag 3 bis 4 Briefe mit Bitte um Geld. Wenn du irgendwo mal was gespendet hast, oh Gott, also dann, ja, also, aber das ist das Gleiche, ich meine, wenn du bei einer Firma Kleidung kaufst, du kriegst es auch 2-mal in der Woche, kommt ein neuer Katalog. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass man ständig was kauft? Also es ist, der Kaufzwang ist schon was Eigenartiges. Also die Wirtschaft beruht eigentlich auf, wie du gesagt hast, auf Pathologie. Ja, es ist ständige mehr produzieren, mehr, also auch die Staatsverschuldung.
Also ich meine, ich habe schon aufgehört, die vielen Nullen, die da hinter jeder Summe stehen, weil ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Also, aber es wird weiter verschuldet. Also das ist etwas, und wie wir aus Amerika zurückkommen sind in den 70ern, hat mein Mann gewagt, bei irgendeiner Versammlung der Wirtschaftspartei zu fragen, wie das mit der Staatsverschuldung ist. Darüber braucht man ja nicht reden. Ne? Das ist es eben, was mich stutzig gemacht hat damals schon. Und jetzt, naja. Aber andererseits ist es das Skurrile, weil der Strom ja bei uns in Österreich sehr teuer geworden ist. Obwohl sie weiterhin auf die gleiche Weise produzieren wie davor. Aber trotzdem ist er plötzlich extrem teuer. Wir verbrauchen, wir sind also, wir haben kein Gas, wir sind voll elektrifiziert, aber ich backe nicht und ich tue nicht täglich meine Haare föhnen. Und wir haben so wenig Strom verbraucht, dass wir jetzt nur Geld zurückkriegen. Ist skurril. Also ich weiß nicht, also ich schaue nicht durch und Geld hatte nie eine erotische Wirkung auf mich. Also das waren immer völlig andere Dinge. Aber ich glaube, für viele Leute ist Geld auch was sehr Erotisches. Also wir haben da jemanden, den wir als Kind gekannt haben, der hat mit dieser Kryptowährung ungemein viel Unheil angerichtet und ist seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, jetzt in Untersuchungshaft, weil sie ihn nicht weglassen, weil er das ja weitermachen könnte und solche Sachen. Also, ja. Ja, mir fällt mir eigentlich wirklich nicht mehr ein dazu. Aber trotzdem, du wirst, wo setzt du an, um zu sagen, ich meine, ja, da kommen, weiß nicht wie viele tausend Leute hin und schauen denen beim Spielen zu. Aber dass sie derartig für viel Preis, ich meine, sie ruinieren sich die Knie und die Gelenke und alles dabei und den Kopf, jedes Mal, wenn sie einen Kopfball kriegen. Aber wer setzt diese Preise fest? Und wieso akzeptieren das alle? Also wieso sagen alle, sind doch ganz begeistert, also der Maradona, der ist so viel wert und. Ja. Fußball ist ja so, weil das etwas ist, mit dem ich überhaupt nichts anfange, aber also das ist das Skurrilste für mich, dass die da so viel bezahlt bekommen. Ich gebe weiter an, Anna immer noch viel zu sagen hat. Ich staune auch über das, was du eben zum Schluss angesprochen hast, ne? Dass die Preisgestaltung immer undurchsichtiger wird. Und vielfach wirklich überhaupt nicht mehr mit dem wahren Wert zusammenhängt. Auch da ist die Frage, wo ist dann die Grenze erreicht? Was ist die Grenze? Muss das wirklich eine Schmerzgrenze sein? Für mich ist es jetzt, also rein persönlich, eher die Frage, wo ist denn für mich die Grenze nach unten? Weil ich habe mich eigentlich mit der Inflation und mit der Verteuerung bis jetzt noch arrangiert, indem ich sage, ich kann locker für mich jetzt in vielen Lebensbereichen einfach ein Drittel runtergehen, ob das Kleidung ist oder auch Essen oder Getränke, so Wein und so, und auch Urlaub oder Autofahren. Also da bin ich eigentlich eher so. Das ist so herausgefordert, dass ich sage, also unsere oder meine Lebensweise war schon sehr anspruchsvoll, obwohl ich jetzt so im Schnitt bestimmt nicht anspruchsvoll lebe, aber ich habe da so auch so ein bisschen
ein Spaß oder eine Freude dran und einfach zu sagen, okay, diese Teuerung kann ich im Moment noch, ich weiß ja nicht, wie das dann weitergeht, für mich noch ausgleichen, indem ich so das Gefühl habe, ich kann noch, ich könnte noch einfach runtergehen von meinen Ansprüchen und Lebenshaltungskosten. Was mich auf der anderen Seite sehr betroffen macht, also wir hatten nie große finanzielle Probleme, aber unser Sohn, der ist jetzt durch seine Erkrankung, lebt ja von Hartz IV und so diese Welt kannte ich bis jetzt nicht und ich bin schon sehr, sehr betroffen, wie wenig das ist und wie sehr sich so jemand einschränken muss, wenn er nicht irgendwie unterstützt wird. Also das machen wir. Und bis dahin, dass ich weiß, wie er einkauft und dass ich dann einfach bei Einkäufen dann noch eine Tasche habe und dann wirklich Sachen wie Obst und Gemüse und also von wo ich einfach weiß, dass das halt sehr teuer ist, dass ich da einfach einkaufe und ihm dann einfach vor die Tür stelle oder vorbeibringe oder wie auch immer. Und das kannte ich bis jetzt ja gar nicht. Also und da bin ich schon, also das macht mich schon sehr betroffen. Also das ist wirklich wenig, dieser Grundbedarf, den du dann kriegst. Und ein anderes Beispiel vielleicht auch noch, gerade bei jungen Leuten, also jetzt unsere Tochter, die hat jetzt lange in Tschechien gelebt, möchte jetzt in Deutschland wieder Fuß fassen. Und wenn du wirklich so einigermaßen mit Wohnung und Auto und allem da dich setteln möchtest, also da muss man schon jetzt als junger Mensch, der jetzt da so anfängt, also da muss man schon auch ganz schön arbeiten, damit man tatsächlich von Mieten bis sich das auch alles so leisten kann, wenn man den Mainstream mitmachen möchte. Also das ist schon auch was, wo also ich persönlich sage, also da hinterfrage ich schon sehr auch diese Unfreiheit, die dann dadurch entsteht, dass du halt einen gewissen Standard, wenn du haben möchtest, musst du schon ganz schön was tun dafür auch. Und den richtigen Beruf haben, so wie du das gesagt hast, Annalisa, Pflegeberuf und Pädagogik und wie auch immer, Erzieher, ja, und Software, also das ist schon auch eine Überlegung. Ein Jahr vorher. Was meine Schwester zu ihren Kindern gesagt hat, wo die das Abitur hatten, ihr könnt alles studieren, nur keinen so sozialen Scheiß. Da verdient ihr nichts. Naja, auch nicht so ein guter Rat. Ja, und Künstler verdienen ja auch nicht so viel. Ja. Und einfach die Alternative eben ein Jahr Fußball spielen bringt ja auch nichts, dass man das auf. Ja, das ist auch so. Ja, schon schwierig. Ich meine, wir sind ja alle mehr oder weniger aus einem bürgerlichen Niveau, sagen wir mal. Aber die Leute, die wirklich also auf Hartz IV angewiesen sind und keine Eltern zu Hause haben, nicht? Oder ja. So. Das ist dann schon heftig, würde ich sagen. Ja. Ja, Fazit. Geld. Ich finde es schwierig. Da hat sich etwas verselbstständigt. Mhm. Der Mensch, der hat nicht mehr die Kontrolle darüber. Mhm. Über das Geld wirklich bedeuten könnte und was Geld wirklich in der Gesellschaft leisten könnte. Kennt ihr sicher alle den Film Cabaret? Money makes the world go round, the world go round. Fantastischer Song. Also schaut es euch auf YouTube an. Also wie die das. Das ist nicht grauslich. Money, 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 money. Ja. Das war mein Schlusswort. Der Charles Eisenstein, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, hat mal gesagt,
wir erschaffen Geld oder wir schöpfen das Geld mit dem, was uns heilig ist. Also das, oder wir sprechen etwas heilig, wenn wir damit Geld schöpfen. Und in unserer Gesellschaft ist das Wachstum heilig gesprochen. Das heißt, das Geld, das wir in die Welt bringen, hat immer einen Wachstumsimpuls. Weil es entsteht durch einen Kredit, den ich bei der Bank aufnehme. Und den bekomme ich nur, wenn ich eine Bonität habe, dass ich nicht nur das Geld, sondern auch noch die Zinsen zurückzahlen kann. Und um das machen zu können, muss ich Wachstum produzieren. Wir könnten aber rein theoretisch oder auch praktisch uns auf was anderes einigen. Wir könnten Geld schöpfen mit sozialen Werten zum Beispiel. Machen wir nur nicht. Also ich glaube, damit hängt auch zusammen, dass genau diese Tätigkeiten am besten bezahlt werden, die mit Menschlichkeit gar nichts zu tun haben. Es ist ja schon erstaunlich. Alles, was irgendwie Kunst ist, Sozial, Pflege, alles das, was wir Menschen wirklich brauchen, Gärtner, Handwerk, das ist alles relativ schlecht bezahlt. Bricht aber derzeit zusammen, das Gesundheitssystem. Also in Schweden zum Beispiel habe ich heute gelesen, also es ist die Schmerzgrenze erreicht wahrscheinlich. Ja, dann mache ich mal so eine Art Checkout. Vielleicht kommen wir, wenn eben die Schmerzgrenze erreicht ist und dann alles nicht mehr funktioniert, vielleicht kommen wir dann eben wieder zu einer Kooperation, wo der Nachbar wieder rüberkommt und hilft und du wieder zum Nachbar gehst und hilfst. Ich muss dazu sagen, es ist ja hier in Italien ganz arg, das war früher so, als ich hierher kam, und mittlerweile verboten, weil wenn du wegen Schwarzarbeit wirst du dann, ne, und so. Und deswegen kommt kaum noch einer, traut sich keiner zu kommen, weil und zu helfen, weil das könnte ja jemand, zum Beispiel die Woofers wollte ich zu der Gärtnerei schicken, sagt, ach nee, sie hat Angst, dass wenn da jemand was Hand anlegt, dann kommt die Polizei und so. Und wenn wir das wieder hinkriegen, dass eine normale Nachbarschaft und auch Familienhilfe zum Beispiel, nicht, dass die Mutter, die im Geschäft mitputzt, von der Tochter dann plötzlich angeklagt wird wegen Schwarzarbeit und sowas. Es hat es ja alles gegeben. Völlig gaga, ne? Und dass wir wieder auf eine andere Art des Miteinanders kommen. Das wäre die Chance, in dem Schmerzgrenze überschreiten und in dem gewissen Zusammenbruch von dem bisher gültigen Dingen. Ich hoffe drauf, dass es eine bessere Welt gibt. Ja, vielleicht selbst überlegen, wie kann man die Weiche umstellen. Es ist so, wie viele Frauen das machen, dass sie ihre Leistungen unterbezahlt und unter oder sogar gratis geben, halte ich das auch nicht für die richtige Lösung in dem gegenwärtigen System. In dem anderen System vielleicht schon, aber sie würde ja dann auch gratis was bekommen von anderen, nicht? Was ja eher nicht der Fall ist. Ich mache mal ein Checkout, weil ich habe gerade, ihr merkt schon die letzten 20 Minuten oder so, ich bin so müde geworden. So ein richtiger Abfaller. Und ich habe auch keine Ahnung. Also ich merke, ich bin, ja, ich fühle mich inkompetent. Was mir halt nur einfällt, ist diese massive Ungerechtigkeit, was Frauen und Lebensleistung anlangt. Also dass eben bestimmte sozial wichtige, gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten eben geleistet werden ohne Bezahlung und ohne Rentenansprüche. Und das ist wirklich, ich inzwischen Menschen kenne, die wissen, sie kriegen nicht genug, wenn sie aufhören zu arbeiten, obwohl sie gearbeitet haben, ein Leben lang. Und ich weiß keine Lösung.
Wie gesagt, ich fühle mich, ich habe mir schon immer vorgenommen, dass ich die Bücher lese. Es gibt ja wohl ein paar ganz gute, wo du sicher gelesen hast, Annalisa. Also einfach so, was macht Geld mit uns? Und auch, ich glaube, bei den Pioneers of Change gibt es irgendwas, der Spiegel sozusagen, dass du mit deinen Ängsten, also dass du dich mit dir auseinandersetzen kannst, wenn du dich mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Und ich weiß, ich meide es. Bisher. Das Thema mit den Renten, also es wird ja immer offensichtlicher, dass das Rentensystem grundlegend geändert werden muss und ganz anders aufgestellt werden muss. Aber da geht ja noch kaum ein Land dran. Also hier in Westeuropa, meine ich jetzt. Ist irgendwie noch nicht vorstellbar, dass man das auch ganz anders aufstellen könnte. Es ist jetzt zu spät, ein neues Fass aufzumachen, aber es würde mich interessieren, wie das anders aussehen könnte. Denn die Altersarmut, die ist ja mittlerweile eine Realität. Und ja, aber jetzt, wir sind am Checkout, sonst geht es ewig weiter. Ja, mein Checkout ist, dass ich ganz überzeugt bin, dass viele Leute aufatmen würden, wenn das bedingungslose Grundeinkommen käme, dass das wirklich eine Erleichterung wäre für viele, viele, viele. Und auch die Chance, sich einfach auch nicht ständig in diesem Geldrad drehen zu müssen, sondern dass man wirklich auch eine faire Chance hat, ja, sich im Leben auch mit anderen Dingen beschäftigen zu können. Genau, das war mein Checkout und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, danke. Das wäre auch noch ein neues Fass, was man aufmachen könnte, nicht? Ja. Von welchem bedingungsloses oder bedingungsvolles Grundeinkommen und so weiter und so fort. Das sind ja auch einige Themen am Rütteln. Aber die Victoria muss, glaube ich, noch auschecken, oder? Ich habe das jetzt schriftlich gemacht. Mein Deutsch ist so schlecht geworden, dass... Aber ich bin mit dieser Passage bin ich aufgewachsen und auch also, was viel lustiger ist natürlich Porgy und Bess von George Gershwin, wo Porgy singt I've got plenty of nothing and nothing's plenty for me, und im Gegenteil die andere, die Geld, viel Geld verdienen wollen, besonders die Drogenhändler, sind alle miserable natürlich, und das, also Porgy hat immer Hoffnung und Liebe und ich glaube, es ist nicht utopisch, wir können das irgendwie schaffen, hoffentlich. Und ich spiele Geige auch, wenn kein Mensch zahlt. Das ist mein Checker. Ja, danke, dann. War schön, dass ihr wieder da wart am Brunnen. Das Wasser ist doch etwas geflossen, nicht? Ich denke jetzt gerade, wenn sich das Wasser in Gold verwandelt. Aber es sind ja eigentlich mehr die Sterne, nicht? Die von oben runterkommen, die Sterntaler. Oder gibt es auch ein Märchen, wo sich Wasser in... Ja, gibt es das auch, Monja? Wo sich Wasser in Geld verwandelt? Nicht Wasser, aber sie spinnt doch Gold aus Stroh. Ja, und alle werden ganz gierig. Ja gut, dann hoffen wir mal da drauf. Das Wort des Midas-Touch. Also alles, was der Midas berührt, wird zu Gold und unbrauchbar. Dadurch kannst du nicht essen. Ja, Victoria? Ja, nein, er verhungert, genau. Ja, der Midas. Also, das ist... Aber Gold, ich wollte nur eins sagen, dass... Ein berühmtes Thema in der Kunst, besonders in der Renaissance,
wie Zeus. Goldregen? Die Goldregen, genau. Die Danae, er verführt sie mit Goldmünzen, die natürlich, also das gibt ein Analog, was ich nicht beschreiben muss. Ja, schön. Es gibt noch viele Anknüpfungspunkte, die wir weiter verfolgen könnten, nicht? Ich wünsche euch alles Gute. Wir treffen uns im nächsten Monat. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.